Gestern war ein sehr erfolgreicher Airbus dran, der A330. Und damit die Erfolgsgeschichte auch weitergehen kann, legt Airbus das Flugzeug noch einmal neu auf. A320, A330 und A340 sind alles drei Flugzeugtypen aus einer Generation. Der A320 hat sein New Engine Option Update schon vor einiger Zeit bekommen. Der A340 bekommt keins, weil niemand mehr das Flugzeug kauft, das Ding mittlerweile nicht mehr produziert wird und das mit den vier Triebwerken sowieso keinen Sinn machen würde. Aber der A330, der kann eins gebrauchen. Und wie dieses Neo-Update aussieht, das schauen wir uns heute an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Eine Fluggesellschaft, die national und international verschiedenste Destinationen anfliegt, die kann mit dem A320, dem A330 und dem A340 in Kombination eigentlich schon einen Großteil verschiedenster Ziele abdecken. Es gehen Reichweiten zwischen 0 und fast 13.500 Kilometern, Sitzplatzanzahl von 170, 180 bis mehr als 400, wenn man dann möchte. Also da geht schon eine ganze Menge mit diesen drei Flugzeugen. A320, A330 und A340 kamen in ihren ersten Versionen alle so rund um 1990, das ist schon ein bisschen her. Und vom A320 konnte man mittlerweile über 10.000 Flugzeuge verkaufen, vom A330 deutlich über 1.000 Flugzeuge. Und da lohnt es sich doch, diese Modelle, also zumindest diese beiden, mit einer Neo-Option, mit neuen Triebwerken, in einer modernisierten Variante auch in die heutige Zeit zu holen. Denn der Gedanke hinter diesen Flugzeugtypen, der ist natürlich auch heute, in der heutigen Zeit, immer noch gut und sinnvoll. Der A340 hingegen, der ist leider raus. Denn vier Triebwerke, das macht heute schlicht und einfach für Flugzeuge in dieser Größenordnung keinen Sinn mehr. Tja. Aber mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit dieser Flugzeuge und den Gedanken, die dahinter stecken, sorgt natürlich auch der Konkurrenzdruck schlicht und einfach dafür, dass eine Neuauflage, eine Modernisierung, eine Überarbeitung unumgänglich ist. Denn mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo es natürlich noch andere Flugzeuge von anderen Flugzeugherstellern gibt, aber die größten Bestellungen, die gehen nun mal bei Airbus und bei Boeing ein. Das sind die beiden größten Flugzeughersteller und die beiden haben zusammen knapp 70% der Marktanteile in der zivilen Luftfahrt. Das ist eine ganze Menge. Und wenn der US-Flugzeughersteller Boeing jetzt an dieser Stelle etwas Neues ankündigt, ein neues Flugzeug auf den Markt bringen wird, in diesem Fall war es jetzt die Boeing 7E7, die ab 2004 dann ganz offiziell als 787 entwickelt wurde, dann muss Airbus natürlich nachziehen oder etwas anderes liefern oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss es ein Gegenstück dazu geben. Airbus wollte zu dieser Zeit mit einem quasi neuen A330 kontern. Also die Idee von einem überarbeiteten, mit neuen Triebwerken ausgestatteten A330, die gab es schon da. Aber die potenziellen Kunden, die waren sich da sicher, dass das nicht reichen wird. Denn Boeing entwickelte natürlich ein komplett neues Flugzeug. Tatsächlich sah der erste Entwurf des A350 aber eigentlich nur eine überarbeitete Version des A330 vor. Bei diesem Bild vom ersten Entwurf sieht man ganz klar die Ähnlichkeit zum normalen A330. Aber gerade im Hinblick auf eine verlängerte Boeing 787 oder womöglich eine neue 777 in 15 bis 20 Jahren, heute ist das die 787-10 und die 777X, die bald auf den Markt kommen wird, da war man sich natürlich dann auch sicher oder da war es völlig klar, dass eine lediglich verbesserte Version des A330 hier an dieser Stelle nicht annähernd ausreichen würde. Also wurde aus dem A350 ein ganz neues, deutlich größeres Flugzeug gemacht. Damit war die Idee oder der Entwurf eines A330 in einer überarbeiteten Version erst einmal wieder auf Eis gelegt. Aber der Bedarf, der bestand ja trotzdem. Gerade Fluggesellschaften wie AirAsia X, eine Billigfluggesellschaft aus dem Fernen Osten, die gut mit dem A330 gefahren sind, die wünschten sich natürlich die Verbesserung. Man hatte für sich entschieden, dass sich der A340 nicht wirklich bewähren kann. Gerade als Billigfluggesellschaft auf den entsprechenden Strecken funktioniert das Flugzeug vielleicht nicht so gut, der A330 aber schon. Und man wünschte sich die Verbesserung aus einem ganz einfachen Grund, weil man seine Flugzeugflotte auf lange Sicht auf genau diesem Flugzeugtypen in genau dieser Größe weiter aufbauen wollte. Und dafür musste das Flugzeug aber auf kurz oder lang in die moderne Zeit kommen, weil ansonsten wäre eine Kombination aus Boeing 787 und 777 vielleicht auch irgendwie besser gewesen. Airbus nahm den Gedankengang zum A330 in einer überarbeiteten Variante also wieder auf. Auf der Farnborough Airshow im Jahr 2014 wurde das ganze Projekt dann ganz offiziell als A330 Neo angekündigt. Genauso nach dem gleichen System wie beim A320 Neo. Also das Neo steht auch hier selbstverständlich für New Engine Option. Mit einem kleinen Unterschied: Beim A320 Neo kann man immer noch auf zwei Triebwerken wählen, beim A330 gibt es nun ganz exklusiv das Trent 7000 Triebwerk von Rolls-Royce als Nachfolger des Trent 700 Triebwerkes. Damit, verspricht Airbus zumindest, lasse sich der A330 Neo bis zu 14% effizienter betreiben als der eh schon sparsame A330.
Und dann soll der A330neo auch noch der effizienteste Medium-Range-Widebody auf dem ganzen Markt werden. Es klingt ziemlich aufregend, richtet sich aber vor allem an die Kunden, die eh schon A330 in großen Stückzahlen in der Flotte haben. Denn man will ihnen damit zeigen, dass sie sich auf diesen Flugzeugtypen verlassen können. Dass das Flugzeug damit jetzt in die aktuelle Generation von Verkehrsflugzeugen geholt wird. Und dass der A330, wenn er bis jetzt gut funktioniert hat, auch in der neuen Version wirklich auf lange Sicht als das richtige Flugzeug herausstellen wird. Die bis zu 14% Effizienzgewinn, die schafft der A330neo nicht zuletzt auch durch seine vom A350 inspirierten neuen Winglets. Ansonsten sind laut Airbus-Angaben tatsächlich knapp 95% aller Teile des A330neo identisch mit denen des klassischen A330. Und das macht die Entwicklungskosten für Airbus natürlich recht überschaubar. Damit sticht der Flugzeughersteller ganz bewusst in einen Markt rein, in dem es nicht darum geht, immer schneller, weiter, mit noch mehr Passagieren fliegen zu können, sondern es geht tatsächlich, und das ist ganz wichtig an diesem ganzen Projekt, es geht wirklich darum, den Kapazitätsbereich des jetzigen A330, also von 250 bis 300 Sitze ungefähr, den wirklich mit den gleichen Aufgaben einfach genauso gut zu erfüllen, nur noch ein bisschen effizienter. Das ist das, was man mit dem A330neo schaffen möchte. Hätte man den A330neo jetzt an einer anderen Stelle platziert, dann wäre hier wiederum eine Lücke entstanden und der A330neo wäre ja gezwungenermaßen in A350-787 Territorium vorgerückt, wo er schlicht und einfach nicht gewinnen kann. So aber hat er seine Berechtigung und das Ganze ist verbunden mit für Airlines verkraftbaren Anschaffungskosten, für die man trotzdem ein hochmodernes Flugzeug bekommt. Ansonsten, guter Vorteil, der A330 kann vielleicht den ein oder anderen Fluggesellschaften, die bis zum jetzigen Zeitpunkt eine 757-767 Kombination in ihrer Flotte hatten, als vernünftige Alternative bereitstehen. Zum Beispiel mit dem A321 Long Range. Aber gut, so schön die Idee auch ist, jetzt muss man das Ganze nur noch richtig vernünftig umsetzen. Und das Herzstück an der ganzen Verbesserung ist natürlich das Triebwerk, das neue Trent 7000 von Rolls-Royce, welches tatsächlich nur eine Variante vom bei der Boeing 787 eingesetzten Trent 1000 Triebwerk ist. Und im Vergleich zum Trent 700 Triebwerk hat man den Ferndurchmesser für den A330 von 2,50 m auf 2,80 m erhöht und dabei das Nebenstromverhältnis im Vergleich zum Trent 700 Triebwerk, was vorher beim Airbus eingesetzt wurde, auf 10:1 verdoppelt. Das erste Mal geflogen ist der A330 mit seinen neuen Triebwerken dann als A330-900 im Oktober 2017. Die entsprechende verkürzte Version, also der Nachfolger des A330-200, der A330-800, der ist mittlerweile auch fertig zusammengewerkelt und wird jetzt irgendwann in den nächsten Tagen seinen Erstflug haben. Erstbetreiber und Erstbetreiber des A330-900 ist dann TAP Portugal, die das Flugzeug wohl ab Dezember diesen Jahres im aktiven Linienbetrieb einsetzen werden. Mit deren Hilfe und der dann hoffentlich schnell gesammelten Erfahrungen erwartet Airbus bereits im ersten Halbjahr 2019, also gar nicht mehr so lange hin, eine ETOPS 330-Minuten-Zertifizierung für den neuen Flieger. Was nicht viel mehr bedeutet, als dass der A330neo theoretisch mit nur einem Triebwerk um die halbe Welt fliegen darf. Ist aber auch heute nichts Ungewöhnliches mehr und verschafft ihm im Vergleich zu seiner Konkurrenz jetzt nicht wahnsinnig große Vorteile. Man muss sowieso ganz allgemein sagen, der A330 als Neo ist natürlich keine Revolution, sondern wie anfangs schon erwähnt, schlicht und einfach ein Upgrade zum schon bestehenden Flugzeug. Und deswegen, aus diesem Grund, wenn man denn so will, das Gegenstück zum A330-900 ist dann wohl die 787-9. Die kann als mehr oder weniger wirklich neu entwickeltes Flugzeug auch einfach ein bisschen effizienter fliegen als der A330-900. Langfristig gesehen womöglich ein sehr starkes Argument, kurzfristig hat der A330neo aber seine wirkliche Stärke, er ist schlicht und einfach deutlich günstiger als die Alternative von Boeing. Ein A330-900 kostet so um die 115 Millionen, während eine 787-9 gerne mal 145 Millionen kostet. Und wenn man da 10, 20 Flugzeuge bestellt, dann macht das natürlich durchaus einen Unterschied. Es sei denn, Boeing haut natürlich die ganz dicken Rabatte raus, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass der ehemals einzige Kunde für den A330-800, Hawaiian Airlines, zu 787-9 umgeschwenkt ist. Und somit gab es erstmal gar keine Kunden für den A330-800. Tatsächlich kam Airbus, wenn man es denn so möchte, in diesem Marktsegment aber auch schlicht und einfach ein bisschen zu spät. Wenn zum Beispiel eine Fluggesellschaft ganz alte Boeing 767 in der Flotte hatte, dann musste man sich vielleicht schon vor ein paar Jahren um einen Nachfolger kümmern. Und dann stand da nun mal die Boeing 787. Airbus konnte zu dieser Zeit noch keine wirklich gute Alternative bieten. Und deswegen konnte Boeing schon ein paar Bestellungen einsammeln, die Airbus vielleicht auch mit dem A330neo oder dem A350 hätte bekommen können. Ist ja fast ein bisschen komisch, aber aus dieser Perspektive gesehen war Boeing an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen früher dran.
Aber gut, wenn man denn nun mal nicht vor ein paar Jahren schon auf Boeing 787 upgraden musste, dann steht man jetzt vielleicht mit 757-767 Kombination vor einer ziemlich interessanten Entscheidung. A321 Long Range in Kombination mit dem A330 Neo oder vielleicht noch ein paar Jahre durchhalten, bis Boeing das neue Middle-of-the-Market Flugzeug bringen wird, was dann vielleicht nochmal eine Liga weiter oben spielt beim Thema Effizienz. Das wäre dann die Boeing 797. Das dauert aber auch wiederum ein paar Jahre. Bei dieser Entscheidung spielt es sicherlich auch eine Rolle, ob man die Flugzeuge leasen kann oder ob man sie für sich als Fluggesellschaft kauft. Aber gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall müssen wir wohl noch etwas mehr als einen Monat warten, bis der A330-900, der A330 Neo, erstmals bei TAP Portugal im Einsatz sein wird. Delta oder zum Beispiel auch Iran Air sind auch interessante Kunden, aber größter Kunde ist, wie vorhin schon angedeutet, Air Asia X, weil sie das Flugzeug, den A330, für sich einfach perfekt einsetzen können. Und da macht eine neue Version schon durchaus Sinn. Für die verkürzte Version, den A330-800, gab es eine lange Zeit jetzt gar keinen einzigen Kunden. Aber vor ein paar Tagen kam dann Kuwait Airways, die nun 8 Maschinen davon übernehmen wollen. Immerhin. Aber ansonsten konnte Airbus auch generell nicht so wahnsinnig viele Bestellungen für den A330neo einsammeln. Es sind etwas mehr als 220 Stück. Es ist jetzt nicht wahnsinnig üppig, aber in Anbetracht der sowieso überschaubaren Entwicklungskosten vielleicht auch gar nicht so wild. Unterm Strich aber baut Airbus mit dem A330neo ein Flugzeug, welches sich wahrscheinlich nur für die Kunden wirklich lohnt, die auch jetzt schon die Vorteile des A330 wirklich gut für sich nutzen konnten. Treue Boeing-Kunden von dem A330neo zu überzeugen, das dürfte recht schwierig werden und da muss Airbus sicherlich noch einige Argumente präsentieren. Was sie aber schon jetzt als ganz großen Pluspunkt des A330neo vorstellen, das ist wohl der unschlagbare Komfort, den der A330neo seinen Passagieren bieten wird. Aber damit kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber ich denke mal, da werden uns die Jungs von Global Traveler TV auf keinen Fall im Stich lassen. Auch wenn die beiden jetzt vielleicht nicht direkt den erstbesten Flug mit TAP Portugal nehmen, weil das letzte Mal waren die Erfahrungen mit dieser Fluggesellschaft ja wohl nicht ganz so toll. Aber gut, ich denke mal, diesen Flugzeugtypen lassen die sich auch nicht entgehen und da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, was dabei rumkommen wird und ob der A330 da dann wirklich seine richtig großen Stärken hat. Schauen wir mal. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schaut gerne mal auf aeronewsgermany.de vorbei. Da gibt es ein bisschen was Interessantes zu lesen und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.